Also das ist das fertige Spaßbad. Oh! Nicht getroffen. Okay, also, ihr habt wirklich ein tolles Spaßbad für Hochhausen gebaut. Aber eine Sache fehlt noch. Die doppelte Drachenwasserrutsche. Doppelt bedeutet das Zweifache einer Sache. Also, es gibt zwei Drachenwasserrutschen. Besucher können auf einer Leiter bis nach oben zum Drachenschwanz klettern und rutschen den Drachenkörper hinunter durch das Maul und landen schließlich im Schwimmbecken. Drachen sind das Beste! Hallo, Leute! Kümmert euch nicht um uns. Ich zeige Tim nur den Wasserpark. Ich habe Geburtstag und ich feiere morgen eine Party hier. Ist das nicht toll? Wir müssen jetzt los. Es gibt noch eine Menge zu erledigen. Habt ihr das gehört? Wir müssen bis morgen früh fertig sein. Na los, an die Arbeit! Ja! Ich freue mich schon, die Rutschen zu sehen. Ich liebe Drachen. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Sehen wir mal, wer was übernimmt. Buggy baut die Drachenrutschen. Nein, das geht nicht, Buggy. Du musst uns dabei helfen, die Stützbalken für die Rutschen zu bauen. Oh, aber... Du kannst dir die Rutschen ansehen, wenn du mit deiner Arbeit fertig bist. Okay. Aber ich liebe Drachen. Ich finde ihre langen Flügel toll und ich liebe es, wenn sie Feuer spucken. Ah, Buggy, gut, dass du kommst. Wir müssen einen Graben ausheben, in den wir die Stützbalken reinstellen. Kannst du bitte anfangen, hier drüben ein Loch zu graben? Aha. Ich liebe die schuppige Haut von Drachen. Ich liebe die Hörner auf ihren Köpfen. Ist das tief genug, Wendy? Nein, noch nicht ganz. Siehst du, die Markierung ragt aus dem Loch raus. Ja. Das Loch muss so tief sein, dass die untere Markierung darin verschwindet. Verstanden. Wie ist das? Perfekt. Und jetzt, Buggy, musst du den Graben so tief ausheben wie das Loch. Sonst können die Stützbalken nicht gerade stehen. Ich hole Leo, damit er dir hilft. Ich treffe mich mit Schleppo. Er bringt gleich die Einzelteile von der Rutsche. Nein, ist noch nicht tief genug. Ich muss weiter graben. Oh, halt! Hört sich nach Schleppo an. Er kommt mit den Drachenrutschen. Oh, von hier aus kann ich nichts sehen. Ich muss diese Drachen sehen. Hey, Buggy, halt an! Da sind sie. Wendy hat gesagt, wir sollen dir bei den Stützbalken helfen. Buggy, los, komm! Ja, ich komm ja schon. Bob, auf dem Bild sieht man, dass das Schild in die Mitte vom Dach gehört. Du musst es hier rüberschieben. Okay, dann schiebe ich es. Wow, das ist ganz schön schwer. Ein kleines Stück weiter, Bob. Ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter. Oh, warte. Ich glaube, das war zu weit. Okay, bevor wir anfangen, muss ich überprüfen, ob der Graben tief genug ist. Die Markierung ragt heraus. Ich bin mir nicht sicher, ob die Stützbalken darin halten. Ich muss noch mal auf die Pläne gucken. Ich habe eine Idee. Wieso fangen wir nicht an? Peppo, du lässt die Balken herab und ich bringe sie in Stellung. Also, ich weiß nicht. Wir sollten warten, bis Leo das überprüft hat. Was, wenn der Graben nicht tief genug ist? Oh, ich bin sicher, dass er das ist. Ich habe echt ewig lange gegraben. Na ja. Oh, komm schon. Ich will die Drachenrutschen sehen. Okay. Wenn du sicher bist... Okay, sie sind drin und sind gerade.
Mixi, füll den Beton rein. Schon unterwegs. Prima. Ich teste jetzt die Lichter. Kannst du mal gucken, ob sie auch wirklich funktionieren? Ja, mir entgeht nichts. Ich gucke genau. Sehr gut. Hallo, Tim. Na, was machen deine Partypläne? Okay, Bottle, geht los. Und, Bottle, gehen die Lichter? Oh, entschuldige, Bob. Oh, ja. Alles klar, okay. Jetzt hab ich's, denke ich doch. Dann lasst uns anfangen. Fertig. Und jetzt bin ich weg, um mir die Drachen anzusehen. Hä? Aber der Graben, war er tief genug? Buggy sagte, er war's. Er hat ewig lange gegraben. Oh, alles klar. Ich hab die Pläne wohl nicht verstanden. Sie waren verwirrend. Okay, lasst uns den Turm bauen. Ich liebe Drachen. Ich bin schon so gespannt auf die Rutschen. Oh. Wow. Hallo, Buggy. Da du Drachen so gern hast, könntest du doch vorausfahren und aufpassen, dass Schleppo auf den letzten paar Metern nichts im Weg steht. Wirklich? Soll ich? Oh, das ist so cool. Danke, Wendy. Fertig, Schleppo? Fertig, Buggy. Okay, die Rutschenteile sind hier. Heppo wird sie auf die Balken runterlassen. Leo und ich werden sie dann befestigen. Aha. Verstanden? Alles klar. Ja, Bob. Okay, Heppo. Fangen wir mit den Drachenköpfen an. Klaro. Sehr gut, Heppo. So, alles erledigt. Danke dir. Wow. Das ist echt super toll. Super aufregend. Tja, Drachen sind die Besten. Drachenkörper in Position. Jetzt fehlen nur noch die Schwänze. Hä? Bob, Heppo, warte! Die Stützbalken brechen zusammen. Oh, Heppo, beweg dich langsam weg. Aber Bob, der Schwanz fällt gleich runter. Oh, keine Sorge, ich fange ihn auf. Leo, los runter, schnell. Oh, oh. Wie ist denn das passiert? Tut mir sehr leid. Die Pläne haben mich so verwirrt und ich habe die Stützbalken nicht überprüft. Sie waren nicht tief genug einbetoniert. Nein, das ist alles meine Schuld. Ich habe den Graben nicht tief genug ausgehoben. Buggy, ich weiß, Stützbalken sind nicht so aufregend wie Drachen, aber... Sie sind genauso wichtig. Ich weiß das jetzt. Ich habe meine Arbeit nicht vernünftig gemacht. Es tut mir so leid. Aber was sollen wir jetzt tun? Tim hat sich so auf seine Poolparty morgen gefreut. Ich würde durcharbeiten, um alles in Ordnung zu bringen. Und genau das werden wir auch tun, habe ich recht, Buggy? Also, Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Es ist dein Geburtstag. Sieh mal, ich rutsche jetzt! Yeah! Das war klasse! Glückwunsch! Jetzt ich als Nächste! Diese Drachenrutschen sind die besten. Ich liebe ihre gezackten Schwänze und ihre kurzen Körper und das Gefühl.
auf mir. Wie die Sportis aus dem Maul geschossen kommen. Ich bin pitschnass. Schnell, Weltraumroboter-Buddel! Bereit für den Weltraumflug! Bin direkt hinter dir, Weltraumkapitän Leo! 3, 2, 1, abheben! Ihr beide habt ja viel Spaß, was? Wir spielen Weltraumroboter im Weltall, Bob! Das ist ein neues Computerspiel! Alle Leute spielen es! Wie schön! Aber wir haben einen langen Tag vor uns. Ihr müsst genug schlafen bis morgen früh. Oh, können wir noch ein bisschen aufbleiben, Bob? Bitte? Wir haben fast die höchste Stufe erreicht. Okay, aber vergesst nicht, ihr könnt nicht so lange schlafen wie sonst. Wir fangen morgen schon sehr früh an. Danke, Bob. Ich habe das Schlafsofa für dich fertig gemacht, Leo. Okay. Ich bin so müde. Achtung, Weltraumroboter-Buddel. Die Galaxie braucht dich. Wach auf. Ich bin wach, Weltraumkapitän Leo. Oh, wir haben nur noch eine Runde vor uns. Was? Was? Ist schon morgen? Kann doch nicht sein. Guten Morgen, Leo. Bereit für den großen Tag? Ich denke schon. Morgen allerseits. Na, seid ihr alle frisch und munter? Leo, sei so gut und lade die Haken und Platten auf Buddel. Ja, Bob. Hallo, Freunde. Morgen, Berlin. Also, heute werden wir das Riesenrad von Hochhausen fertigstellen. Gestern haben wir das A-Gerüst gebaut und Mixi hat es einbetoniert. Und heute bauen wir das große Rad. Wir müssen es ein kleines bisschen anheben, damit es sich drehen kann. Dann müssen wir die Gondeln für die Fahrgäste anbringen. Leo, Buddel, hier kommt ihr ins Spiel. Für die Gondeln brauchen wir Haken und Metallplatten. Ihr müsst sie dorthin bringen und an die Seite stellen. Du kannst dich auf uns verlassen, Bob. Und wir haben den Sportis versprochen, dass sie als Erster aufs Riesenrad dürfen. Also dann, auf geht's! Wer zuletzt ankommt, ist eine Schubkarre. Ich fühle mich jetzt schon wie eine Schubkarre. Was ist los, Buddel? Ich bin so müde. Bitte um Erlaubnis für eine kleine Pause, Weltraumkapitän Leo. Eine gute Idee. Wenn wir jetzt ein kleines Nickerchen machen, werden wir nachher topfit sein. So, die Gondeln haben wir schon mal hier. Und die gebogenen Stahlrohre für die Außenrahmen des Rades sind da drüben. Aber wo bleibt Schleppo mit den Speichen? Wir brauchen sie, damit das Rad zusammengehalten wird, wie Speichen bei einem Fahrrad. Guten Morgen, Bob. Dein Wunsch ist mir Befehl. Prima, ich danke dir, Schleppo. Und jetzt warten wir nur noch auf Leo und Buddel mit den Haken und Platten. Die zwei müssten längst hier sein. Ich rufe Leo kurz an. Er geht nicht ran. Sie wurden wahrscheinlich aufgehalten. Aber wir brauchen sie, wenn wir rechtzeitig fertig sein wollen, bevor die Sportis Hochhausen hier sind. Du hast recht, Heppo. Sie werden schon bald hier sein. Ja, wir machen auf alle Fälle weiter. Heppo, du hast heute eine Menge zu heben. Ja, Bob. Wendy, du musst mir helfen, das Rad zusammenzubauen. Und Schleppo, wir brauchen die Speichen, wenn die Radrahmen fertig sind. Du kannst dich auf mich verlassen, Bob. Hier kommt das Hochhausener Riesenrad. Kommt und lernt uns alle kennen. Das Team sind viele Hits. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut. Schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Nächster Halt, Riesenrad Hochhausen. Und ich will, dass ihr euch gut benehmt. Oh je, sie sind ja schon hier. Ich will ganz nach oben, ganz hoch. Oh, ist es noch nicht fertig? Noch nicht ganz. Wir warten noch auf ein paar Teile. Oh. Aber dafür könnt ihr Heppo zusehen, wie er das Rad in die richtige Position bringt. Hurra!
Gut, dann kommt mal hier rüber, Kinder. Okay, Heppo, es kann losgehen. Klaro. Los, Heppo, weiter! Du schaffst das! Wow! Ja? Noch ein kleines Stück. Gut gemacht, Heppo. Ja! Aufs Rad? Bob hat es uns versprochen. Und Bob hält immer, was er verspricht. Noch nichts von Leo und Buddel gehört? Nein. Und ich mache mir allmählich Sorgen um sie. Ich versuche nochmal, sie anzurufen. Können wir wirklich heute mit dem Rad fahren, Wendy? Natürlich könnt ihr das, Tim, ganz sicher. Ich weiß was. Während wir warten, könnten wir ein Spiel spielen. Ja, lasst uns Verstecken spielen. Ich zähle bis 10 und ihr versteckt euch. 1, 2, 3, 4, 5. Komm schon, Leo, geh ran. 6, 7, 8, 9, 10, komme! Oh? Wo seid ihr denn alle? Hallo? Leo, wo seid ihr? Wir brauchen die Haken und Metallplatten, und zwar sofort. Entschuldige, Bob. Wir haben kurz angehalten und sind eingeschlafen. Was? Aber keine Sorge, wir sind bald bei euch, sobald ich Buddel aufgeweckt habe. Ihr solltet euch beeilen, weil... Ich hab Bob gefunden! Ich hab mich gar nicht versteckt, Heppo. Oh, das stimmt. Buddel, wach auf! Buddel! Buddel! Tja, das sind 10 Sicherheitshelme übereinander. Tada! Wow! Ja! So, Leo und Buddel sind auf dem Weg. Und das ist der Grund, weshalb wir immer Sicherheitshelme auf Baustellen tragen. Ich weiß. Soll ich jetzt Heppos Hochhebenlied singen? Tja, ich hebe jeden Morgen und ich hebe jeden Abend und ich hebe jeden Nachmittag. Das verbindet den Morgen so schön mit dem Abend. Genauso funktioniert die Arbeit. Und jetzt alle! Ich schaffe es nicht, ihn aufzuwecken. Wir hätten nicht die ganze Nacht aufbleiben sollen und Das ist es! Weltraumroboter! Achtung, Weltraumroboter Buddel! Bob, der Baumeister, braucht dich! Oh, ich bin wach, Weltraumkapitän Leo! Komm schon, Weltraumroboter! Wir müssen einen Bau retten! Antriebssystem auf Maximum! Hebe Dinge hoch und ich lass sie wieder runter. Ich hebe Dinge hoch und dann lass ich sie runter. 7. Strophe. Jetzt alle! Wieso? Weil, seht mal, da kommt Buddel. Ja! Bob! Hallo, Leute. Es tut mir leid, dass wir so spät hier sind. Tja, jetzt seid ihr ja da. Also, Heppo, lass uns die Gondeln anbringen. Was ist passiert? Wir haben kurz angehalten und dann sind wir eingeschlafen. Wir waren müde, weil wir die ganze Nacht Weltraumroboter im Weltall gespielt haben. Weltraumroboter im Weltall? Ja, es hat ewig bis zur höchsten Stufe gedauert. Wir lieben Weltraumroboter. Aber wir haben nie die höchste Stufe erreicht. Kannst du es uns zeigen, Leo? Ja. Ja, meinetwegen, Leo. Danke, Bob. Ja! Also dann, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das!
Wahnsinn! Na, Weltraumkapitän Leo, willst du auch mal mit dem Rad fahren? Oh, ich glaube, auch Weltraumroboter müssen manchmal schlafen.